Servus, liebe Zigarren-Aficionados und auch andere Leute. Wir haben hier ein nettes Video am Start für meine lieben Zuschauer. Und zwar war das öfters mal im Gespräch. Ich weiß nicht, warum ich so rede. Es war schon öfters im Gespräch, dass ich mal was von Dannemann mache, zum Beispiel. Oder Tropenschatz oder Fehlfarben oder wie auch immer. Deswegen haben wir jetzt heute die Dannemann Zolofino Nummer 60, einmal Brasilien und einmal Sumatra. Das ist Geraldo Dannemann, ja, ist am 23. April 1951, stimmt gar nicht, 1851, in Hamburg geboren. War so halb Brasilianer, ne? Halb Deutscher, halb Brasilianer und ist mit nur 21 Jahren dann nach Brasilien ausgewandert, ja. Also 1871 und 1872 dann sah um den Dreh rum, hat er dann sogar schon die, ja, die Firma gegründet und den Tabakladen, die Tabacalera dann aufgemacht. Und am 11. April 1921 ist er dann gestorben. Und ja, jeder kennt Dannemann Moods oder Dannemann Sweets, hat jeder schon mal geraucht, jeder Mensch auf der Welt. Und ja, jetzt haben wir halt hier die Zolofino Nummer 60 Geschichte am Start. Gibt es nur in diesen 5er Dingern oder halt 25er Kistchen. Das Einzelne habe ich die jetzt nicht so gesehen. Und kosten, also die 5er Packs hier kosten jeweils 6,90 Euro, 1,38 Euro das Stück. Ich weiß jetzt aber nicht, warum ich weniger gezahlt habe. Ich glaube, weil bei Cigarworld, ich weiß nicht, ob eine Aktion war, oder ob halt Kistenrabatt 3% dabei war. Das ist ja theoretisch dann auch eine Box, wie auch immer, keine Ahnung. Also ich glaube, ich habe so ein paar Cent weniger gezahlt. Aber ja, 6,90 bis 1,38 Euro das Stück. Sind im Prinzip ja so Coronas, 13,1 cm Länge in ungefähr 45er Ringmaß. Haben natürlich jeweils so ein Bandtabak. Also es sind ja relativ günstige Zigarren, wie gesagt. Und ja, Bandtabak heißt halt, dass wirklich der letzte Viertel vom Tabak einfach noch zusammengepresst wird, in so ein Band dann aufgerollt wird. Aber finde ich jetzt nicht schlimm. Ja, bei so Zigarren zwischen, sagen wir mal, 50 Cent und 1,50 Euro ist es in Ordnung, ja. Und halt eben die beiden Varianten, einmal Brasilien und einmal Sumatra. Ich fange mal mit der Sumatra an. Ne, natürlich mit der Brasilien. Heute tue ich euch so ein bisschen triggern. Sehen aber ganz cool aus, sind natürlich vorgecuttet. Also hier sieht man zum Beispiel, ja, schönes Design. Ja. Format ist in Ordnung. Ja. Und Brasilien halt Brasilien-Tabake und Sumatra halt dann eben aus Indonesien. Ja, als Vergleich. Also so viel Unterschied sieht man da gar nicht. Fast. Muss ich selber aufpassen. Ja, minimal. Minimal. Das. Also das Sumatra ist halt minimal gelblicher, sage ich jetzt mal. Genau. Mehr gibt es, glaube ich, nicht dazu zu sagen. Das sind halt günstige Zigarren. Wahrscheinlich auch Shortfiller, nehme ich dann an. Ja, du hast eine leichte Zedernholz-Nuance. Leichte Blumen, die sich so ein bisschen verteilen. So Würze kommt auch. Dezente Süße. Ja. Und Kaltzug. Ja. Kaltzug schmeckt nach Kartonage so ein bisschen. Also da fand ich zum Beispiel, weil, weiß ich, die Filiger Americanos, die war ja so 70, 75 Cent pro Stück. Und die war auch mit brasilianischen Tabaken.
Und die war eigentlich für den Preis hammermäßig. Da hat einer gesagt, ah, es gibt viel bessere für 60 Cent oder für 50 Cent. Also weiß ich nicht. Also die für 70 Cent oder was die war, oder 80 Cent oder 90 Cent, was weiß ich. Ich weiß es nicht mehr. Die war eigentlich jetzt überraschend, wenn ich jetzt so die hier so dran ziehe. Die schmeckt schon so pappig. Und die Americanos von Filiger, die war einfach insgesamt eigentlich eine coole Zigarre. So. Die habe ich auch, also das war auch so eine 5er Schachtel, ja. Die habe ich auch im Prinzip innerhalb von 2 Wochen weggeraucht, weil die echt für den Preis super waren. Ja. Angezündet hast du die Pappe nicht mehr so. Aber ja, man merkt natürlich, dass es eine recht günstige Geschichte hier ist. So dieses leicht scharfe, recht trocken. Klar, für Brasilien hast du immer so eine Ledrigkeit, eine Trockenheit, Toastigkeit so ein bisschen. Aber hier ist es halt dann eben nicht so fein. Kaffeeröstaroma erde schon relativ schnell. Kratzig möchte ich jetzt nicht sagen, aber auf der Zunge schon ziemlich scharf. Also kein Vergleich zu der Americanos, die in den Kommentaren immer gesagt hat, es gibt weitaus bessere für noch billiger, aber 70 Cent war die Americanos ungefähr. Besser geht nicht. Also die Americanos ist kein Vergleich zu der hier, muss man so sagen. Andersrum gesagt, die ist kein Vergleich zu Americanos. Ja, irgendwie muss nicht sein, muss nicht sein. Aber jetzt mal schauen, wie sie sich weiterentwickelt. Ja. Ja, so ein bisschen legt sich dieses kratzige, scharfe, richtig frisch scharfe. So ein bisschen. Die Americanos kostet so runtergerechnet, wenn du so ein 5er-Pack kaufst, so ich glaube 63 Cent pro Stück. Und hier, wenn du halt diesen Kistenrabatt, ja, dann bist du bei 1,20 Euro. Ja, also die Filiger Americanos kostet fast die Hälfte, aber ist meiner Meinung nach ist kein Vergleich zu den beiden Zigarren. Die macht nicht so wirklich Spaß hier. Die Filiger Americanos, habe ich ja vorhin schon gesagt, die habe ich im Prinzip die 5er-Schachtel habe ich in 1, 2 Wochen direkt weggedonnert, weil Abbrand war okay und du hast tatsächlich dieses leicht brasilianische gehabt. Und hier nicht so wirklich klar, relativ toastig. Es kam so kurz so ein bisschen Creme, aber das ist wieder weg, ist wieder ledriger, trockener geworden. Also aromatisch recht holzig. Tabak. Kein Vergleich zur Filiger Americanos. Also dann, wenn ihr sowas wollt, was günstiges so. Wo er sagt, hey, geschwind für 25, 30 Minuten, wenn sie dir runterfliegt, Gartenarbeit oder im Regen spazieren gehen oder sowas, dann will ich keine teure Fuente oder so nehmen oder was weiß ich was, dann sind die Dinger perfekt. Ja. Es geht, man kann sie schon rauchen, aber die ist bei weitem nicht so fein wie die Americanos. Ja. Was soll man sagen? Sie ist rauchbar. Man sollte halt nicht zu so oft dran ziehen, weil dann kommt die Schärfe dann doch. Wenn du 2, 3, 4, 5 Mal ziehst, dann ist die Schärfe dann wieder da. Dieses leicht ledrige, leicht hauch-brasilianische schmeckt man schon raus. Toastig so ein bisschen, das Holzige. Ja, ich würde jetzt eine 1,5 geben von 5. Ja. Aber wenn wir schon mal hier sind, machen wir gleich auch die Sumatra. Sumatra. Dann machen wir gleich die weiße hinterher. Und Kaltgeruch. Okay. Ein bisschen verhaltener als die brasilianische. So leichte Kräuter auch, aber halt eher so, ja, fast schon fruchtig. Früchtetee eher, das andere war halt eher so Kräuter, so ein bisschen Würze. Hier hast du auch so ein bisschen Schärfe, die kommt, aber wirkt insgesamt ein Hauch milder vom Kaltzug her.
Hast du nicht so diesen Pappe-Geschmack wie bei der brasilianischen hier? Da hatte ich ja beim Kaltzug ordentlich Pappe. Also das war richtig Kartonage. Hier hast du eher so, ja, so alte Kirche. Irgendwie so, nicht Weihrauch, aber halt irgendwie so alte Teppiche in der Kirche, diese großen Fenster und dieses Holz, die alten Stühle. Das ist eher so holzig-urig vom Kaltzug her. Aber gut, sonst kommt auch nicht viel. Machen wir sie mal an. Ich sehe das halt ein Double Feature für euch. Also normalerweise bin ich immer ein Fan von brasilianischen Geschichten bei solchen Sachen, aber die kommt so ein bisschen da Prozent milder daher. Auch wenn sie genauso trocken ist und nicht verspielt süßlich oder cremig oder so, sondern einfach nur trocken, ledrig, trocken. Ich habe dieses Fruchtige so ein bisschen angedeutet. Und ich finde, so ein bisschen so Richtung Apfel könnte man ja nachsprechen. Also so eine leichte Fruchtigkeit, aber jetzt nicht unbedingt süffig. Also im Mund so süffig, sondern einfach vom Geschmack her. Ansonsten dieses typisch Holzige für Sumatra, Java oder wie auch immer, was da drin ist, kann man ja auch nachsagen. Ja, mal schauen. Also die hier macht von Anfang an etwas einen besseren Eindruck, leckeren Eindruck, leckereren Eindruck als jetzt die brasilianische hier. Ja, und deswegen habe ich gedacht, ich tue auf jeden Fall mal beide bestellen. Wenn ich jetzt nur die brasilianische bestellt hätte, hätte ich die nie im Leben nachbestellt. Und ja, also die gefällt mir mehr. Ja, wobei ich ein mega Brasilien-Fan bin, aber die ist einfach nur scharf, also sorry. Nicht gleich. Ja, diese finde ich auf jeden Fall besser als die brasilianische Version. Auch wenn du hier aber öfters dran ziehst, kommt auch die Schärfe. Ansonsten dieses leicht fruchtige, was ich am Anfang ja ein bisschen erwähnt habe, dieses Apfelmäßige, das kommt hin und wieder so ein bisschen durch. Gefällt mir, ist halt trocken Ledern auch, holzig. Aber so eine leichte Süßlichkeit eben so ganz dezent und eben dieses Fruchtige hier und da. Ich hatte vorhin so einen Moment, ist hier Walnuss jetzt am Start oder nicht? So ein Hauch Nuss oder so, aber das waren vielleicht nur 2, 3 Sekunden oder so. Und aber trotzdem, die könnte ich auch jetzt jemandem, oder was heißt empfehlen, die könnte ich jetzt jemandem anbieten, sagen wir es mal so, und dass ich ihn verjage. Weil die andere war einfach zu scharf. Ich weiß nicht warum. Zu scharf einfach. So undefinierbare Schärfe mag ich nicht. Und das war halt zu krass. Und hier ist zwar schon auch jetzt, wenn man öfters dran zieht, so ein bisschen da, aber. Macht mir mehr Spaß. Sonst viel schmeckt man nicht, aber man kann sie rauchen. Ja, also die ist okay, die Sumatra. Kann man gut runterrauchen. Der würde ich jetzt 2,5 geben. Also kann man rauchen mehr, aber muss man auch nicht. Ja, aber ist okay. Man muss halt so ein bisschen ihr Zeit geben und nicht tausendmal dran ziehen, weil dann wird sie auch scharf. Da muss man schon ein bisschen so 3, 4, 5, 6 Minuten. Ja, weil da hat man keine Angst, dass sie ausgeht bei solchen Shortfiller-Bandtabak-Geschichten. Die brennen einfach ab. Kann man rauchen. Muss man aber nicht.